Medienraum hat als Hardware, also als Geräte, 7 iMac-Computer. Neuester Bauart, seit 2 Jahren gibt es den Medienraum. Ich habe die damals hier installiert, zusammen mit Audio-Interfaces, Tastaturen zum Noteneinspielen, Kopfhörern, eine Soundanlage und einem richtig gut eingerichteten Arbeitsplatz für MIDI-Audio-Produktion. Wir haben hier im Musikproduktionsbereich Cubase, Logic 10 und Ableton. Und im Notationsbereich haben wir Sibelius und Finale. Für die Einsteiger, die mit diesem Programm noch gar nicht vertraut sind, gibt es auch das sehr gute Programm MuseScore, das wir hier benutzen. Digitale Medien sind ja in der heutigen Zeit eigentlich aus unserem Alltag überhaupt nicht wegzudenken. Und genauso ist es für die Musik mittlerweile ein ganz wichtiges Arbeitsinstrument in puncto Realisation von Musik, Komposition von Musik, audiovisuelle Umsetzung von Musik und letztlich natürlich auch in der Außenwirkung. Das geht von der klassischen CD-Produktion über Videoproduktion zum Promoten, genauso das Erstellen von Homepages und dieser ganze Selbstvermarktungskomplex, der mittlerweile für Musiker zum Alltagsgeschäft gehört. Der Medienraum steht grundsätzlich allen Studierenden und allen Lehrenden offen. Wir haben Öffnungszeiten. Der Medienraum wird von Tutoren betreut. Die Tutoren sind auch technisch eingewiesen und können allen Benutzern helfen. Man muss technisch im Grunde genommen außer minimale Grundkenntnisse am PC nichts mitbringen. Andererseits ist es natürlich gut, wenn man die Kurse besucht, weil man dann natürlich auf diese Programme zugreifen kann. Also man kann hier reinkommen, man kann mit all diesen Programmen arbeiten, vollkommen selbstständig und es ist auch jederzeit unbegrenzt Zugang möglich. Wir haben hier ein Projekt, was eigentlich sehr erfolgreich in den letzten Jazzhouse-Konzerten performt wurde, wie man das heute so schön sagt. Wir bieten hier den Kurs an Ableton Live, das ist auch Musikrealisation am Computer und wir haben ein Studentenensemble, was gemischt aus einem Computer und mehreren Musikern auf der Bühne eine Live-Performance, das war so ein Hip-Hop-Projekt, abgeliefert hat. Genauso haben wir eine Studentin, die eine Theatermusikproduktion gemacht hat mit dem Programm Ableton Live. Und wir machen hier im Musikumsetzungskurs mit Logic Übungen, wie man sein eigenes Projekt im Tonstudio aufnimmt und anschließend am Computer zur Veröffentlichung weiterbringt.